Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild, Part 138. Ich glaube, im letzten Mal haben wir hier diese Göttin gefunden, diese Göttinnenstatue, ne? Wie am Anfang auch in der Kathedrale. Und die hat uns darauf hingewiesen, dass wir die Schuppe der Eldra finden müssen, der purpurroten Eldra. Ja, keine Ahnung, wo es die gibt, ne? Und dann haben wir auch endlich eine Erinnerung wieder gefunden mit der guten Zelda und ja, richtig cool. Also es geht voran, Leute, würde ich mal sagen. Ne? So, mal sehen, wo wir diese Schuppe kriegen. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen näher um. Hier ist nämlich ein Vogelnestchen, habe ich so nebenbei gesehen. Ne? Da kriegen wir mal zwei Eier. Ja, ist das schon wieder Ostern, ja. Alles klar, nee, das ist nix. So, dann möchte ich mal sehen, wo es da weitergeht hier. Sieht aus wie so ein Friedhof so ein bisschen, ne? Wie, was wären das hier, Grabsteine oder so? Vielleicht können wir hier auch was finden. Ich glaube nicht, oder? Vielleicht gibt es hier einen geheimen Durchgang. Ja gut, jetzt mit so einer Fähigkeit können wir auf jeden Fall hochschwimmen. Also vertikal die Wasserfälle emporschwimmen. Wenn wir die Rüstung entsprechend anziehen. Mache ich jetzt erstmal nicht. Wollte erstmal gucken, was hier noch drin ist, ne? Gucken wir uns mal weiter um, ja. Sieht cool aus mit dem Moos hier überall, ne? Oh, hier brauchen wir Feuer. Wie gut, dass wir ein Flammenschwert haben. Yes. Stimmt, jetzt sind ja da diese tollen Wächter. Eieiei. Muss aufpassen. Sieht das so dunkel aus, ja? Können wir die auch irgendwie ausschalten oder sowas? Das sind doch Bäume, aber die Bäume haben sie alle kaputt gemacht. Was bringt uns das denn hier? Ah, da ist der Berg. Naja, gut. Vielleicht kann man die ja irgendwie... Oh, was ist denn da? Auch ein Leune da oben? Irgendwas ist da, ne? Ach so, nee, das gehört, glaube ich, zum Akala-Institut. Wenn mich nicht alles täuscht. Denn hier scheint nichts weiter zu sein, glaube ich. Ich glaube, die können uns nur erfassen. Na, hier sind auf jeden Fall seltene Erzvorkommen und sowas alles. Aber... Oh. Ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht, sich hier rumzutreiben. Das ist mir doch ein bisschen zu heiß. Und zu heikel. Das haben wir ja schon gesehen, ne? Die Wächter hier von Weitem. Nein. Mach, dass du wegkommst, Junge. Oh, gewittert's gleich schon wieder? Und nicht doch. Genau. Gerd, die haben wir da oben stehen lassen. Rufen wir sie mal. Die brauchen wir hier auf jeden Fall. Ja, mehr ist da nicht. Das ist bloß diese Senke, ne? Und dann mit den ganzen Wächtern. Was denn? Wo denn? Da, da bist du ja endlich. So, mehr ist da nicht. Gut, auf jeden Fall haben wir die uns beschriebene Quelle gefunden. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Außer ein Wald? Ich glaube nicht. Das hat natürlich Bock, auch die anderen Erinnerungen zu finden. Auf jeden Fall ist hier ein Weg. Aber irgendwas sagt mir, ich sollte erstmal der Hauptquest folgen und gen Akala-Institut reiten. Ich glaube, das werde ich auch tun, Leute. Vormals möchte ich mich hier mal ein bisschen näher umsehen. Hier ist immerhin ein dicker Baum. Aber da scheint nichts drauf zu sein. Ne? Manchmal sind ja hier auch noch irgendwelche Crocs oder so versteckt. Ich meine, meistens sind die hier in den Wäldern, ne? Dabei fällt mir ein, genau, ich wollte ja auch noch den anderen Wald mir angucken, ne? Diesen, wo wir jetzt das Masterschwert bekommen können, ne? Naja, ist egal. Ups, hier ist ein Maxi-Dings. Maxi-Trüffel. Mehrere Maxi-Trüffel. Sehr cool. Na, immerhin ein bisschen was. Ah, hier ist ja ein Wegweiser. Endlich mal, Leute. Oh, was sind das da? Sekretäre. So, was steht denn da jetzt dran? Totenkopfteich, genau, da war ich. Akala-Institut, okay. Alles klar, dann haben wir das ja soweit erledigt. Genau, da waren wir ja.
War das in der letzten Folge? Ich glaube ja, ne? Ja. Cool. Jetzt sehen wir das mal von hier aus. Ja, ist doch gut gehabt, die. Alles klar, Akala-Institut. Da begeben wir uns jetzt hin und das scheint ein Jäger zu sein. Wenn mich nicht alles täuscht, gell? Ey, was ist denn mit dir? Oh, nee, ist kein. Balora, Savak. Schau mal die Begrüßung. Oh, Junge, sag mal, hast du dich jemals gegen einen riesigen Gegner verteilen müssen? Ja. Ein aufregendes Gefühl, nicht wahr? Kämpfe ich, fliehe ich, was tun? Die Antwort darauf geben dir deine Waffen. Achte auf ihren Zustand, bevor du dich in den Kampf stürzt. Ja, ich gemerkt. Dann stehst du mitten im Kampf mit einem zerbrochenen Schwert oder ohne, ganz ohne Pfeile da, ja? Hab nämlich kaum noch welche. Ey, renn doch nicht weg. Kämpfen oder fliehen. Lass deine Waffe entscheiden, ob du dich deinem Feind stellst oder dich besser zurückziehst. Dann stehst du, ja. Na gut, das war's schon. Okay, mehr hat uns nicht zu sagen, die Balora. Entschuldigung. Ja, das ist, glaube ich, Edelwild, was die haben. Nee, Geflügel, ne? Von wegen Edelwild. Naja, mal ein bisschen was. So. Macht denn der da mit dem Busch? So, jetzt müssen eigentümlich aus. So, was haben wir denn hier? Das sieht doch auch interessant aus. Da ist ein Krog auf jeden Fall. Und ein Wächter. Ich hoffe mal, der ist inaktiv. Oh, eine antike Schraube. Wie geil ist das denn, Leute? Und hier. Oh ne, da muss ich ja schießen, ne? Ich hab jetzt nichts zum. Ah ne. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, das ist da oben. Da muss man erstmal wissen, dass das da oben ist. Da komme ich so schnell nicht hin. Jetzt werde ich eh abrutschen. Na, renne! Könnte ich schaffen. Knappe Kiste. Aber wir haben es geschafft. Geil. Den Krog bekommen noch. Kroxiamin. Super. Shishi. Oh, da waren wir schon, ne? Genau. So. Auf zum Akala-Institut. Na, warte mal, Gaul. Ey. Ah, ihr habt da eh Angst. Wumms. So, okay, den Schrein haben wir geschafft. Das weiß ich nicht, wo es hier weitergeht. Da waren wir auf jeden Fall da unten beim Schrein. Ne? Da geht es auf keinen Fall zum. Wo war denn das Institut? Ich hab's doch gesehen gehabt von weitem. Ah ne, dann war das bloß der, der Stall. Genau. Wir haben den Stall von weitem gesehen nochmal, ne? So, und ich glaube, hier hoch geht's denn, ne? Richtung. Ja, die sind ein bisschen verwirrend hier. Akala See, Akala Institut. Zeigt exakt dahin. Hm. Na ja, gut, folgen wir mal dem. Sah cool aus, so. Dem Weg einfach, ne? Würde ich mal sagen. Vielleicht treffen wir da auf Maronus, ne? Ich weiß noch. Das letzte Mal sind wir auf ihn getroffen. Moment. Jetzt können wir doch rein theoretisch auch diesen komischen Händler verraten. Wenn hier wieder der Patrouillentyp rumhängt. Hier. Ja, der ist da drin. Ne? Vielleicht können wir uns entscheiden, ob wir ihn verraten wollen oder nicht. Regnet ganz schön. Brauche Informationen über Kilton. Leg los. Eigentlich kenne ich ihn schon. Er soll beim Dorf der Zoras und bei Kakariko gewesen. Gesehen worden sein, genau. Der treibt sie wohl in sämtlichen Dörfern rum, hat er erzählt. Ich wüsste ja nur zu gern, warum man ihn immer nur nachts sieht. Dummerweise kann ich als Wache hier nicht weg. Ich will mir endlich ein genaues Bild von ihm machen können. Na gut, okay. Dass er ihn bereits getroffen hat, stand jetzt nicht zur Wahl. Oh, ich hatte so ein Gefühl, dass wir uns wiedersehen würden. Mir scheint, sie schleichen hinter mir her. Nein. Aber egal, wie sehr sie mich mögen, damit muss Schluss sein. Nein, nicht. Ich muss was kaufen. Oh je, jetzt bin ich wohl über das Ziel hinausgeschossen. Verzeihen Sie mir meine Vorstellung der Schlussfolgerung. Was hätten Sie denn gern? Moment mal kurz. Ja, Pfeile brauche ich auf jeden Fall. Jede Menge. Yay!
Alle, die du hast. Immerhin 20. Boah, es ist teuer, ey. Kann ich nirgendwie zu Diensten sein? Ja, was kann man dann verkaufen? Das ist so wichtig. Glaube ich. Dann schleppe ich es bis zum Ende des Spiels mit mir rum und ja. Moment, was haben wir denn hier? Brandschutzmedia. Ja, ich glaube, die kann ich noch oder werde ich noch gebrauchen können, wenn man dann in diesen wärmeren Gefilden da unterwegs ist, ne? Wo es da bestimmt auch Kleidung gibt, ne? Ist doch klar. Äquivalente Kleidung zum Winterwams. Ja. Ja. Ah, genau. Akala, na gut, das wissen wir schon alles hier, ne? Gut. Achso, ich sollte mal wieder ein bisschen was kochen. Nee, das wollte ich nicht. Junge, ich war doch hier gerade bei den Zutaten. Genau, machen wir ein bisschen Geflügel. Nee, ich will das nicht. Ach, das kann ich nur essen, hä? Achso, weil es schon gegrillt ist, oder wie? Oder was? Oder was? Ich will es in die Hand geben können. Boah. In die Hand. Kann man das hier auch als Zutat? Er ist ja selten und das wird Hohepreise, aber kann auch als Kochzutat wahre Wunder wirken. Okay. Den Schatz möchte ich ja nicht einfach verkochen, ja. So, was haben wir noch? Ein bisschen Gemüse oder sowas bräuchte ich noch. Oh. Vielleicht noch eine Maxi-Dings, Maxi-Trüffel. Und eine Maxi-Banane. Oder was ist denn? Schwertbanane. Was macht die? Nichts Besonderes, glaube ich. Das schützt uns mal vor. Genau, als kostet ja, vor elektrischen Schlägen, ne? Wusste ich's doch. Ja, machen wir das noch dazu. Und dann ab in die Dings. Ach so, jetzt regnet's doch, Mann. Wie will ich denn da was kochen? Können wir hier drin nicht auch irgendwas kochen? War nicht irgendwo Feuer? Nö. Ich hasse es, wenn es hier regnet. Oh, hä? Warum packt mir das da nicht rein? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber gut. Nee, es geht hier nicht bei Regen, das ist ja logisch. Es ist ja logisch. Na gut, okay, dann lassen wir das sein, ja, das Gespiele. Daneben, oder bei dem Hateno-Institut wird ja auch noch irgendwas sein, irgendeine Kochstelle. So, sorry, aber ein kurzer Schnitt. Ich musste ans Telefon. Aber jetzt geht's hier weiter. In Richtung, ah, ich sehe es schon. Seht ihr das auch, ja, von weitem? Ja? Das Hateno-Institut. Das muss es sein. Und ich halte mal die Augen offen. Ob nicht hier vielleicht doch irgendwo der dicke Maronus rumhängt. Eigentlich kann man den gar nicht übersehen. Wäre mal cool. Will endlich mal die ganzen Samen loswerden, die ich hier mit mir rumschleppe. Mann, Mann, Mann. Mal scheint hier nicht. Scheißenkleister. Na, dich wollte ich nicht treffen. Ui, Glück gehabt. Boah. Wow, das sieht aus wie so ein Braunkohlebagger. Zumindest so ein bisschen. Akala Institut, genau, da sind wir endlich. Sehr geil und ja. Ah, da ist auch ein Wächter, ne? Wie soll das? Hier soll angeblich keiner mehr sein. Der Ort ist anscheinend verlassen. Er sieht doch so aus, ne? Oh je. So der Zerstörung anheimgefallen, leider. Das ist natürlich schade. Können wir hier nichts bergen, ne? Bei dem? Nö, haben sie anscheinend schon geborgen. Hier sind etliche Wächter. Oh, untersuchen. Hier finden wir noch was. Antikes Zahnarzt. Sehr gut. Bei dem auch noch? Ja. Ja. Antike Schraube. Die haben wir schon oft gefunden. Reaktorkern wäre mal cool. Moment, da stand auch noch mal untersuchen. Ja. Noch ein Zahnrad. Super.
So, was haben wir hier noch? In der näheren Umgebung ist hier irgendwas. Horonus. Oh, was ist denn das Schönes? Ein Labyrinth. Ei, ja, das wird uns auch. Ja, in einem Fall noch so ein Schreinlabyrinth. Hier haben wir schon mal eins gehabt, ne? Was wir schon geschafft haben. Und hier ist noch eins. Wie geil ist das denn, Leute? Cool. Das ist cool. Gefällt mir. Geil. So, naja, gehen wir mal rein ans Hateno-Institut, ne? Gucken wir uns das mal an. Die aktuelle Lage. Ich hoffe ja immer noch auf Maronus, dass hier irgendwo rumhängt in der Nähe. Auf jeden Fall sind hier Treppen, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Wo führen uns diese Treppen hin? Jetzt meine Frage. Ist hier auch eine Erinnerung. Wäre geil, aber es sieht nicht so aus. Naja, können wir nur das Land sehen von oben halt. Wo wir schon waren. Genau, da waren wir überall, ne? Und die ganzen Schreine. Wow, ist cool aus. Boah, wie weit man hier gucken muss, sind das da? Das ist eine Flamme. Da ist eine Flamme. Okay, die müssen wir anscheinend entfachen. Was ist denn das da? Ist ein Schädel? Da sind wieder irgendwelche Gegner. Das ist die Höhle da von irgendwelchen Bockblins. Oh, was ist denn das da oben? Unten eine Säule. Ja, okay, mehr ist hier nicht anscheinend. Und irgendwelche Erzvorkommen natürlich wieder, ne? Sehr cool. Oh, das ist jetzt auch auf der Karte schön deutlich markiert, das Hateno-Institut. Ich glaube, das war es vorher nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, woher wir die Flamme bekommen können. Anscheinend müssen wir die auch erstmal bekommen, um hier irgendwas anzuzünden, ne? Diese ganzen Laternen. Das mussten wir, glaube ich, bei einem anderen Institut auch machen, ne? Na, der Wächter da unten, der stört da so ein bisschen. Also latent aggressiv. Okay, gehen wir erstmal rein. Auf jeden Fall brennt ja hier Licht. Oh, was ist denn das hier? Das ist eine Art Roboter. Für tun und hat. Ah! Robelo heißt der. Okay, Robelo. Hey du, was machst du hier? Ja, vielleicht ist er drauf gekommen. Geil. Oh, erstmal trinken. Auf jeden Fall ist der Ort dann doch nicht so verlassen, wie es zunächst anmutete. Bist du etwa Link? Ja. Wenn du Link wärst, dann gäbe es etwas, das ich dir sagen muss. Na, versuch's mal. Kannst du irgendwie beweisen, dass du der echte Link bist? Vielleicht könntest du mir die Wunden an deinem Körper zeigen, die du vor 100 Jahren erlitten hast. Sollen wir uns jetzt nackig machen, oder was? Kann ich doch gar nicht. Also irgendwas hat er ja immer an, denn, ne? Ja, ich probier's mal, aber eigentlich geht das nicht in dem Spiel. Ist jugendfrei. Ups. Na gut, okay. Ja, die, komisch. Hat er diese Badehose angenommen? Genau, dein Körper trägt unzählige Namen, ich erinnere mich. Die meisten sind gut verheilt, aber sie stimmen mit den Verletzungen überein, welche Verheerung dir zugefügt hat. Gut, du bist wohl wirklich der echte Link, dann sollte ich mich auch einmal vorstellen. Ich bin eine Koryphäe der Wächterforschung und Direktor des Akala-Instituts. Doktor... Romelo! Ich bin beeindruckt, dass du es bis zu diesem entlegenen Ort geschafft hast, höre ich selber auch. Hast du die alte Pura schon besucht und sie um ihre Hilfe gebeten? Pura ist dein Kind, genau, ja, die ist ja geschrumpft, ne? Oder hat sich verjüngt. Pura hat ein Kind? Pura wurde verjüngt. Was? Sie ist jetzt ein Kind? Wirklich? Im Ernst? Nein, ich scherze nur. Das sieht ihr wieder mal ähnlich. Ich nehme an, das war ein fehlgeschlagenes Experiment, genau. Sie hatte schon immer etwas unkonventionelle Methoden. Aber zurück zum Thema. Ist dir bewusst, dass Verheerung gerade neu erstarkt?
Ah, ich weiß. Dann brauche ich dir also nicht in allen Einzelnen zu erzählen, was hier passiert ist, oder? Erzähl schon. Gut. Die Schickerforscher hatten nur ein Ziel. Wir wollten Ganon, die immerwährende Verehrung, ein für alle Mal vom Antlitz unserer Welt tilgen. Außerdem mussten wir Zelda retten, die beim diesmaligen Ausbruch der Verehrung gefangen worden war. Nun, da unsere Forschung abgeschlossen ist, sind wir zu alt, um die Verehrung zu bekämpfen. Aber das Schicksal war uns hold. Du, Link, bist zu unseren Lebenszeiten erwacht. Die Zeit ist gekommen. Jetzt bist du an der Reihe. Du musst mit uns, Chica, zusammenarbeiten. Mach mal gerne. Zerstöre die Verheerung. Legen wir los. Oh ja, ganz genau. Lass uns zusammenarbeiten und der Verheerung gar noch ein Ende setzen. Unsinnvoll, Link. Emja, entschuldige lange Vorrede. Eigentlich möchte ich dich nur mit antiker Ausrüstung versorgen. Na, geht doch. Aber einen kleinen Moment noch. Sherry, beziehungsweise der Schicker-Ofen stellt antike Ausrüstung her, aber leider ist sie angeschlagen. Ah, ich muss wieder die blaue Flamme vom Flammenborn holen. Hab ich schon gesehen. Der andere Forscher, neuer Eintrag, okay. Sherry, beziehungsweise der Schicker-Ofen ist etwas angeschlagen. Bla bla. Sülz, Keks. Ach so, jetzt können wir ihm, okay, antike Ausrüstung. Antike Ausrüstung haben wir Chica mit Hilfe antiker Technologie entwickelt. Sie herzustellen ist kein Problem. Ein Kinderspiel. Du benötigst einfach nur antike Materialien, die die Wächter haben und ein paar Rubine. Ah, die gibst du dann Sherry bzw. dem Chica-Ofen. Aber solange der Chica-Ofen nicht repariert ist, wird das nichts. Hast du sonst noch Fragen? Flammenborn? Ein Flammenborn ist also wie ein Energiespeicher. Auf dem Welker-Plateau im Westen von hier findest du einen. Hab ich schon gesehen. Bringe seine blaue Flamme zur Feuerschale vor der Tür. Dann sollte Sherry bzw. der Schickeroffen wieder ganz die alte sein. Leider ist der Weg über Stock und Stein bzw. Hügel und Fluss in meinem Alter zu beschwerlich. Und meine Frau ist wie immer eifersüchtig auf Sherry und möchte keine blaue Flamme für sie holen. Ach. Hast du noch Fragen? Vom Roboter ist sie oder Ofen? Ist er eifersüchtig? Okay. Sherry. Sherry, bist du der Schicker-Ofen der Maschine, die ich persönlich konstruiert habe. Ihre Aufgabe ist die Herstellung von antiker Ausrüstung. Ist gut gelungen, oder? Ganz schön hübsch, was? Ich habe ihr den Namen meiner ersten Liebe gegeben. Meine Frau findet das irgendwie nicht so toll. Irgendwie logisch. Sie mag es ganz und gar nicht, wenn ich die Maschine Sherry nenne. Deshalb sage ich ganz einfach Schicker-Ofen. Okay. Sonst noch Fragen? Nee, Wiedersehen. Auftrag ist klar. Tschüssi. Ach, kann denn niemand die blaue Flamme entzünden? Okay, reden wir mit der Frau. Hi, Sharon. Ich war noch nicht eingeschlafen. Alles in Ordnung. Oh. Und Katschika. Ja, gell? Ich wollte nur Pura vom Hattin-Institut nachmachen. Stimmt, da war doch was. Die hat das doch so gemacht. Sie hätten mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Du. Ja. Nimm's mir nicht übel, Link. So bin ich halt. Und wie kann ich dir weiterhelfen? Wer bist du? Ich bin Jerin Katschika. Ja. Ich bin Nachwuchsforscherin auf dem Gebiet der antiken Studien. Also konkret erforsche ich Schreine und so. Link, du musst einen Ort für mich untersuchen. Und zwar das linke Auge des Totenkopfteichs. Haben wir schon gemacht. Beide Augen. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Gut, die Quest haben wir also schon erledigt. Das linke Auge ist übrigens das höher gelegene. Das rechte Auge liegt tiefer. Das siehst du dann. Hast du noch Fragen? Wer ist der Typ da? Robele beschäftigt sich als Forscher mit der Antike. Vor 100 Jahren erforschte er in Schloss Hyrule die Wächter, die Augen, gell? Robelo und mich, uns trennt mehr als ein halbes Jahrhundert, aber nun ja, ist mein Mann dein Mann? Ganz genau, wir leiten das Sakkala-Institut zusammen als Ehepartner. Wir haben übrigens auch einen Sohn. Hast du sonst noch Fragen, dein Sohn? Ja, einen einzigen Sohn haben wir. Sein Name lautet Gratian. Gratian. Hast du ihn unterwegs vielleicht getroffen? Weiß ich nicht. Nö, glaub nicht. Wirklich? Sei freundlich zu ihm, wenn du ihn siehst. Hast du sonst noch Fragen? Nö. Was hat sich denn erledigt? Linkes Auge des Schädels. Das haben wir eigentlich abgeschlossen. Geschafft, ja, wollte ich sagen, ne? Cool. Gucken wir uns mal hier das Akala-Institut näher an. Ja, jetzt würde ich dann doch mal
liebend gerne wieder mal, nee, Quatsch, die Rüstung anlegen. Nee, gut, das reicht. Gut, wo die Flamme ist, wissen wir auch. Ist hier nicht noch irgendwas? Nö. Ah doch, hier geht's nach, nach oben. Ah, okay. Können wir da durchgucken? Sehr cool. Aha, hier können wir richtig... Ah, okay. Mal sehen, was wir da sehen. Oh, hier ist ein Krog. Ha, geil. Was macht der denn hier? Ui, ich bin dick. Noch mehr Samen. Ja, tschüssi. Ah, hier war nur ein Krog. Oh, scheiße. Das war knapp. Hm, na gut. Wenn hier nicht mehr ist. Mal kurz auf die Uhrlinsen. Na gut. Ich weiß nicht, was das für Flamme ist. Ob die auch von Wasser beeinträchtigt wird. Ich würde mal sagen, machen wir Schluss so langsam. Ist ja doch schon ein bisschen spät geworden. Weiß nicht, habe ich hier schon irgendwas eingesammelt von dem Teil hier? Aber es ist natürlich verlockend, dass das Teil unsere Ausrüstung aufwerten kann, ne? Oder was auch immer. Wenn wir ihm denn die blaue Flamme bringen. Und die ist ja nicht da. Nee, die ist da irgendwo. Gut, Leute. Also dann, bye bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Bis dann, euer Eschak.